Hallo Freunde, da sind wir wieder bei Dead Space. Ich hoffe, wir sind auch noch lange hier, denn ich möchte nicht sterben. Aha, im Safe. Cool. Also das, was ich letzte Folge mal angesprochen habe, kommt jetzt hier tatsächlich so eine Art Bank, wo wir alles ein bisschen lagern können. Und einen Shop gibt es auch, wo man Waffen kaufen kann. Ne? Das ist natürlich interessant. Gehen wir doch mal rein, gucken mal. Betreten. So, Shop. Strahlenkanone. Slicer mit breitem Strahl und zeitgesteuerten Minen. Boah, was hier alles gibt. So, hier Anzug Level 2. Erweiterte Inventarslots, das ist sehr gut. Sollten wir vielleicht erstmal das nehmen. Kostet ja auch nur 10.000 und wir haben 25.600. Das ist schon mal gar nicht so wenig. Gut, machen wir das erstmal. Muss er sich erstmal umziehen, glaube ich. Jo. Gucken, ob sich irgendwas verändert überhaupt. Mal drauf achten. Ja, Tatsache. So ein bisschen mehr Details auf jeden Fall. Und der Helm hat sich verändert. Sieht jetzt ein bisschen detaillierter aus alles. Okay, das haben wir gekauft. Impulsgewehr. Ach, das ist so richtig so ein din-din-din-din-din Teil. Militärisch, ja, dann denke ich mal. Mit hoher Feuerrate und Strahlenkanone. Welches nehmen wir da? Ich würde sagen, das Gewehr klingt erstmal nicht schlecht. Plasma-Energie für den Cutter. Luftkanister. Und Stasepack. Okay. Hier können Gegenstände aus dem Inventar abgelegt werden. Ja. Würde ich gerne machen. Geht das nicht? Anscheinend noch geschlossen. Das geht noch gar nicht. Oder wir können das übers Menü machen, das kann natürlich auch sein. Das ist jetzt mein Inventar. Kann ich das jetzt... Ach, hier kann ich es in Safe legen. Ah, verstehe. Ja, das große legen wir mal in Safe. Wir brauchen ja noch nicht diese ganz großen Dinger. Plasma-Energie, Plasma-Cutter, Impulsgewehr, Stasepack. Okay. Sollte erstmal reichen. Obwohl, vielleicht können wir noch ein kleines in Safe legen. Okay, damit hätte man das auch erledigt. Okay. Können wir die Waffe auch mit Mausrad wechseln? Nee, können wir nicht. Okay. Ja, das müssen wir dann mal ausprobieren, wenn es soweit ist. Ich will jetzt keine Munition verschwenden. Können wir hier irgendwas aus dem Müll fischen? Irgendwelche Pfandflaschen? Nee. Da geht es jedenfalls nicht weiter. Achso, ich guck mal, wie viel Platz wir jetzt überhaupt haben in unserem Inventar. Aha. Drei neue Plätze, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wir können uns ja kaum halten vor Platz. Ist ja krass, ist das. Und hier haben wir noch eine Werkbank. Aber Knoten haben wir ja nicht weiter gefunden. Ich würde gerne an dem Rig eventuell noch ein bisschen was ändern. So ein bisschen mehr Inventarplätze wären schon cool. Trefferpunkte. Was hat denn das mit meinem Anzug zu tun, die Trefferpunkte? Verstehe ich nicht so ganz. Aber da können wir jetzt auch nicht viel machen. Das Impulsgewehr. Kapazität.
schon ein bisschen mehr Munition, wäre schon nicht verkehrt. So, haben wir das auch noch ein bisschen ausgerüstet und können jetzt hier erstmal rausgehen. So. Und hier ist anscheinend diese Station, mit der wir weiterreisen können. Werden wir die auch mal nutzen. Hier ist nichts, da ist nichts. Aufgabe erfüllt. Kapitel 1. Neuzugänge abgeschlossen. Fortschritt speichern. Ja. Annehmen. Überschreiben. Dum, 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 dum. Sind wir schon da? Sieht so aus. Oh. Wer ist das? Ja, zu der gehen wir gleich. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. What the fuck? Okay, mit F. Das ist eine sehr seltsame Steuerung. Ich glaube, da muss ich mal demnächst irgendwas ändern. Weil mit C Stase und mit F Objekte greifen und so weiter, weiß ich nicht. Bisschen komisch. Und das sind anscheinend Maden. Boah, widerlich. Oh. Es ist faszinierend, wie leicht man doch anderen Menschen Gliedmaßen abtreten kann. Geht mir in meiner Freizeit auch so und auf Arbeit. Hier ist wieder ein Shop, aber da müssen wir jetzt ja nicht ran. Was ist denn das hier eigentlich? Hast du so Leichensäcke oder was? Das sieht aber hier ganz böse aus. Wie so Riesenwürmer. Oh, da drin ist was für uns. Hier war anscheinend so eine kleine Station für die Leute, die hier angegriffen wurden. Aber wie man sieht, haben die auch nicht lange überlebt. Hier müssen wir jetzt weiter. So, mit F haben sie gesagt, ne? Cool. Achso, mit Maustaste können wir die ganzen Sachen werfen. Interessant. Schöne Fähigkeiten. Oh ja. Ich freue mich. Heben Sie Schemata auf. Was ist ein Schemata? Flammenwerfer. Moment, das muss ich mir mal kurz angucken. Schemata. Okay. Achso, das ist eine richtig neue Waffe, oder was? Okay. Verstehe ich noch nicht so ganz. Schauen wir uns dann später nochmal an. Auf jeden Fall jetzt mal hier noch ein bisschen Action. Oder Gruselspaß, je nachdem. Isaac, sind Sie noch da?
Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Oh Gott. Also die Kendra ist jetzt auch tot. Ich glaube, wir sind... relativ schnell ganz alleine. Wo wir jetzt ja auch im Prinzip alleine sind, denn der hockt ja auch nur irgendwo rum und gibt uns hier unsere Aufgaben hier. Und hier sollen wir wohl eine Bombe anbringen. Die wir uns natürlich erstmal basteln müssen. Ja? Credits. Jetzt habe ich nicht gelesen, was das war. Das hier. Impuls. Projektilen. Okay. Und hier ist ja ganz schön Fliegenalarm. Alter Falter. Ist ja widerlich. So, hier ist nichts mehr. Schrank haben wir auch ausgeräumt. Und hier noch eine kleine Speicherstation. Oh nee, ein Shop ist das. Nee, das ist eine Speicherstation. Hier ist ein Shop. Gibt's aber viele Shops, ne? Shopper-Shops. Und wir müssen jetzt da rein? Genau. Und da dann wahrscheinlich später. Gut, ich speichere jetzt erstmal. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann wieder heißt Dead Space. Wir haben ja jede Menge rausbekommen. Aber was wir immer noch nicht wissen, ist, was mit den ganzen Leuten hier passiert ist. Das würde mich echt mal interessieren. Und ich hoffe, das erfahren wir auch sehr schnell. Denn das finde ich ja ganz interessant, mal rauszufinden, was hier überhaupt los ist. Ich meine, die ganzen Menschen, teilweise tot, teilweise mutiert. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen, denn diese Wesen ähneln ja schon ein bisschen den Menschen. Zumindest so vom Gesicht her. Naja, noch wissen wir nichts, aber wir werden es bald erfahren. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!